Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video in der Feng Shui-Reihe für 2022. In diesem Video erfahrt ihr etwas über die problematischen fliegenden Sterne und ihre Sektoren in diesem Jahr. Bleibt dran! In einem vergangenen Video, das ich euch unten verlinkt habe, habt ihr etwas über die positiven Sektoren im Jahr des Wassertigers 2022 erfahren. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir haben auch problematische Bereiche, die man jedoch je nachdem mitunter auch für seine Zwecke nutzen kann. Und das möchte ich euch heute hier vorstellen. Wir sehen hier also den Chart für 2022, den fliegenden Sterne-Chart. Die fliegenden Sterne ist ein System im Feng Shui, mit dem man ganz gut zeitliche Veränderungen darstellen kann. Die Energie verändert sich nämlich mit der Zeit und fliegt immer in verschiedene Räume. Und die Aufstellung für dieses Jahr sieht man also hier. Wir haben die 5 im Zentrum und das ist leider ihr Heimatsektor. Deswegen hat die 5 dieses Jahr besonders viel Kraft und das ist der problematischste Stern. Die 5 ist der König aller Sterne, sitzt also in der Mitte. Und einem König sollte man mit Respekt gegenübertreten. Ein König sollte nicht gestört und geärgert werden, sonst kann er zuschlagen. Im Feng Shui gilt die 5 auch als Königsmacher. Allerdings sollte man mit ihr nur herumspielen, wenn man in der oberen Liga sich bewegt, denn es kann zwar große Gewinne, aber auch sehr große Verluste geben. Und für den Otto-Normalverbraucher oder für die Leute, die noch nicht Multimillionäre sind, ist eher zu empfehlen, die 5 in Ruhe zu lassen. Es ist natürlich im Zentrum ziemlich schwierig, weil sich dort in der Regel der Flur befindet und man hin und her läuft. Aber man kann zumindest aufpassen, dass man keine Renovierungen in dem Jahr dort durchführt und auch nicht hämmert oder Nägel in die Wand schlägt, keine Möbel umstellt. Das gilt auch übrigens für alle anderen Sterne, die werden durch solche Aktivitäten aktiviert. Man kann die 5, die dem Element Erde angehört, auch durch das Element Metall ableiten. Traditionell wird hierfür ein 6-röhriges Windspiel verwendet. Man kann aber auch andere Gegenstände, die aus Metall sind, dort unterbringen. Also Zinn, Kupfer, Messing, Eisen, Silber, Gold, je nachdem, was man da zu Hause hat. Der nächste problematische Sektor in diesem Jahr ist der Südwesten. Dort befindet sich der Krankheitsstern 2. Menschen, die schon Vorerkrankungen haben oder eine schwache Gesundheit haben, sollten diesen Sektor meiden, vor allem dort nicht schlafen. Auch hier kann man die negative Energie mit Metall ableiten. Man empfiehlt traditionell 6 Münzen an einem Strang aufgehangen, aber auch jedes andere Metall kann da die Energie dämpfen. Am besten ist es jedoch immer, problematische Energien in Ruhe zu lassen, um sie nicht zu aktivieren. Auch hier besser keine Renovierungen dieses Jahr oder nur zu ausgewählten Terminen. Das ist so ein kleiner Trick im Feng Shui. Es gibt bestimmte Zeitfenster, abhängig von jedem Haus individuell und auch von den Bewohnern, wann es safe ist, Renovierungen durchzuführen, wenn man diese nicht vermeiden kann. Dann haben wir noch 2 weniger problematische Sterne im Gepäck, die jedoch trotzdem beachtet werden sollten. Da wären zum einen die 3 im Osten. Auch die hat, weil sie in ihrem Heimatsektor ist, besondere Kraft. Die 3 hat eine sehr aggressive und zornige Energie und kann Streit fördern. Allerdings kann man diese Energie auch für sich positiv nutzen, wenn man mehr Mut braucht oder wenn man Kampfgeist braucht, zum Beispiel Sportler oder Leute, die in einer Konkurrenzsituation stehen und da diesen nötigen Aggro brauchen, um den Vorteil gegenüber dem Gegner zu haben. Die können den Osten nutzen.
Solltest du allerdings irgendwelche Rechtsstreitigkeiten am Hals haben, dann würde ich dir diesen Sektor dieses Jahr nicht empfehlen zu nutzen, denn das kann diese Probleme noch verstärken. Will man die Energie im Osten positiv nutzen, kann man sie zeitweise mit Wasser aktivieren. Auch hier empfehle ich ein Zeitfenster von maximal 2 Wochen. Dass man irgendein Wasserobjekt hinstellt, das bewegt ist in der Regel. Wenn man die Energie ableiten will, kann man Holz durch Feuer dämpfen, das heißt rote Kerzen, Lichter, also die Farbe Rot im Allgemeinen ist ganz gut, um die 3 in den Griff zu bekommen. Als letztes im Bunde haben wir den Westen. Dort befindet sich ab dem 4. Februar 2022, wo das Jahr des Wassertigers beginnt, die 7. Und die 7, die steht für Skandale, Raub, Kommunikationsprobleme, Betrug, all diese Dinge und sollte daher mit Vorsicht behandelt werden. Besser nicht nutzen. Allerdings, wenn man seine Kommunikationsfähigkeiten verbessern möchte und dort die Herausforderung sucht, dann kann man die 7 genau gezielt nutzen. Traditionell wird die 7 abgeleitet durch eine Glasvase, in der sich 3 Bambusstäbe befinden, also lebende Bambusstäbe. Ansonsten einfach auch eben nicht besondere Renovierungen in diesem Jahr dort durchführen, um diese Energie nicht zu triggern. Abgesehen von den fliegenden Sternen haben wir noch die sogenannten jährlichen Anfeindungen im Feng Shui. Auch die sollte man mit Vorsicht genießen, in diesen Sektoren besser nicht renovieren, nicht hämmern, auch nicht vor dem Sektor, also weder drinnen noch draußen. Also aufpassen. Und das wäre einmal im Norden. Dort befinden sich im Jahr des Wassertigers 2022 die 3 Schars. Die bringen Unglücksfälle, Geldverluste, Hindernisse, alles Mögliche, was man nicht haben möchte. Und dann haben wir noch 2 weitere problematische Sektoren, und zwar, das wäre einmal der Sektor des großen Herzogs. Das bedeutet, das ist der Sektor, der dem jeweiligen Jahrestier zugeordnet wird. Und das ist dieses Jahr der Nordost 3, wo sich also der Sektor des Tigers befindet. Das sind die Kompassgrade 52,6 bis 67,5 Grad. Und man sagt, dass man diese Energie nicht anschauen soll und in Ruhe gelassen werden möchte. Aber es ist vorteilhaft, den großen Herzog in seinem Rücken zu haben. Und als letztes im Bunde haben wir noch den Sui Po. Das ist der Jahresbrecher. Das bedeutet, das ist der Gegenspieler des großen Herzogs, der ihm diametral gegenüber liegt. Und das ist der Sektor des Affen in Südwest 3. Auch der sollte dieses Jahr in Ruhe gelassen werden. Der befindet sich genauer gesagt auf 232,6 bis 247,5 Grad. Und wenn ihr also in den problematischen Bereichen, die ich hier erwähnt habe, renovieren müsst oder irgendwelche Baumaßnahmen durchzuführen sind, rate ich euch an, unbedingt einen günstigen Termin hierfür berechnen zu lassen, um nicht die negativen Wirkungen des Jahresbrechers oder großen Herzogs oder eines negativen Sterns zu haben. Man sagt übrigens dem Jahresbrecher nach, dass er noch schlimmere Wirkungen als der große Herzog haben kann, wenn man ihn ärgert. Und also noch schlimmere Unglücksfälle, Pech, Geldverlust, Beziehungsprobleme, alles Mögliche, was man nicht haben möchte. Abgesehen von den jährlichen Energien sollte man sich jedoch auch die Grundenergie im Haus immer anschauen und daher empfiehlt sich eine Feng Shui-Beratung, eine individuelle Feng Shui-Beratung, wo man sich anschaut, wo befindet sich welche Energie, wie nutzt man dieses Haus, welches Potenzial hat es, unterstützt es denn meine Ziele? Ganz wichtig ist auch, dass ihr die Bereiche nicht zumüllt, dass die Energie dort frei fließen kann, dass sich keine schädlichen Strukturen dort befinden, also spitze Kanten, die irgendwie auf den Eingang zeigen oder zum Fenster reinkommen. All das sind Dinge, die die Energie im Haus negativ beeinflussen.
Wenn ihr mehr über das Thema Feng Shui, die monatlichen Einflüsse, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann schaut euch mein Buch an, das jetzt auf Amazon erschienen ist, mit der Prognose für das Jahr des Wassertigers 2022. Darin gebe ich sehr viele Tipps und auch Aktivierungsdaten, wie ihr dieses Jahr positiv nutzen könnt, sowohl im Haus als auch bei euch persönlich und auch welche Jahrestrends wir im Jahr 2022 zu erwarten haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da und abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr bei mir. Ihr könnt auch meinen Newsletter abonnieren, darin gebe ich auch immer viele Tipps und Aktivierungsdaten, Neuigkeiten, die es bei mir gibt und wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche euch viel Erfolg für das neue Jahr und bleibt gesund und macht das Beste draus. Eure Cornelia Karrer. Tschüss!